Mein Name ist Peter Zenz und ich bin Landwirt auf dem Erlebnisbauernhof Gertrudenhof. Ein Bauernhof, der sich in den letzten 10 Jahren zum Erlebnishof weiterentwickelt hat, wo viele Familien und Kinder jedes Wochenende bei uns zu Gast sind und so ein großes Ausflugsziel haben, hier direkt vor den Toren Kölns. Wir haben einen riesengroßen Hofladen auf über 1000 Quadratmetern, wo es eine Menge eigener, regionaler Produkte, aber auch von Partnerbetrieben zu entdecken gibt, sodass man eben noch neben dem Ausflug mit dem Kind gemütlich am Wochenende einkaufen kann, und unsere Gastromeile lädt eben auch ein zum Schlemmen und Verweilen. Regionalität und Nachhaltigkeit sind unsere DNA auf dem Gertrudenhof. Auf über 100 Hektar wachsen über 40 Kulturen bei uns, die unsere Jahreszeit prägen. Im Herbst ist Kürbiszeit, wo wir mit unserer Kürbispyramide der Influencer-Ort überhaupt sind. Auch aus dem benachbarten Ausland kommen sogar Besucher dann, die unser Kürbisparadies oder wie die Amerikaner sagen, Pumpkin Patch dann erleben. Und im Winter ist das Ganze ein großer Weihnachtsmarkt mit den regionalen Köstlichkeiten von uns. Bei jedem Besuch ist das ganze Gesicht des Gertrudenhofs wieder anders. Ganz wichtig finde ich heute immer, dass man das, was man macht, nicht nur 50% oder 80% macht, sondern 300% macht. Und das ist das, was wir hier tun. Wir sind nicht ein Hofladen, wie es mal war, wo es 5 Produkte gibt, die man hinterm Scheunentor kaufen kann, sondern wir haben hier 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche. Wir haben 25.000 Quadratmeter Erlebnisgelände. Wir sind der Ort für Kinder und Familien, wo man am Wochenende aus Köln oder aus Umgebung hinfährt. Das ist das, wo unser Team mit 60 Mitarbeitern hier jeden Tag antritt. Nicht nur selber 5 Produkte anbauen, sondern eben die Vielzahl, nicht nur den Rest vom Großmarkt holen, sondern viele Partnerhöfe haben, die das Ganze ergänzen. Nicht nur einfache Produkte zukaufen, sondern selbst Produkte weiterentwickeln. Man sieht hier in unserer Scheune auch eine ganz große Auswahl an Eigenprodukten, an besonderen Produkten, die es eben nicht im Supermarkt gibt. Und genauso auf unserem Erlebnisgelände nicht einfach ein Spielplatz, der zu jeder Jahreszeit gleich aussieht, sondern wir haben eine visuelle Gestalterin, die in Vollzeit hier arbeitet und immer wieder neue Themen aufbaut und macht, immer wieder neu gestaltet, dass es immer wieder was zu entdecken gibt. So ist eben nicht nur Einkaufen, sondern Einkaufen mit Erlebnis. Es ist nicht nur Spielen gehen, sondern Freizeitgestaltung. Das Thema Regionalität und Nachhaltigkeit auch bei uns hier in NRW und in Köln noch viel stärker auf den Tisch kommt. Denn ich war gerade ein paar Tage in Österreich. Jeder, der mal in den Alpen war, der spürt das, wie das ganze DNA geworden ist vom ganzen Tourismus, wo es die lokalen Spezialitäten gibt, wo es die inhabergeführten Betriebe gibt, die jeder seine Besonderheit haben mit viel Herz und viel Qualität. Und ich glaube, das ist die Chance des regionalen Tourismus, sich gegen die großen Ketten durchzusetzen, indem die inhabergeführten Betriebe das tun, was sie am besten können, nämlich ihre eigenen Produkte so zu präsentieren, wie es vielleicht schon die Vorfahren mal gemacht haben. Und genauso eben auch im touristischen Bereich. Lass uns doch die regionalen tollen Produkte, die hier bei uns vor der Haustüre wachsen, auf den Teller bringen. Lass uns die spürbar und genießbar machen und so in jeder Region auch die Besonderheit finden. Denn gerade in der Zeit von Corona, wo man vielleicht nicht durch die ganze Welt gerade reist, gibt es diese Perlen zu entdecken, die hier vor der Haustüre sind. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge zu entdecken, und ich wünsche jedem da Erfolg, seinen Weg zu finden.